Das ist die Hauptattraktion im Ars Electronica Center und ist mit Equipment ausgestattet, das halt aus dem Jahr 2008 stammt. Jetzt war eben die Entscheidung, wechseln wir einfach die Projektoren aus oder versuchen wir wieder das, was im 2008, 2009 mit der ersten Generation Deep Space gelungen ist, wirklich einen Projektions- und Erlebnisraum in so bisher nicht gekannter Qualität hinzusetzen. Es ist eigentlich fast kein Stein auf den anderen geblieben. Einzig der Raum als Raum existiert, aber für die Beamer haben einerseits natürlich die ganzen Halterungen, die Positionen der Beamer haben adaptiert werden müssen. Es sind neue Spiegel gekommen. Der Deep Space im Gegensatz zu einem normalen Projektionskino, IMAX und so weiter, zu diesen Räumen, zeichnet sich ja dadurch aus, dass man in die Grafik, in die Bildwelten hineingehen kann. Man sitzt nicht distanziert viele Meter irgendwo in einem Sessel und schaut dann weit auf das Bild, sondern man ist unmittelbar dran. Man kann wirklich bis sozusagen mit der Nasenspitze an die Projektion gehen. Der Boden ist ebenfalls Projektion, das heißt, man hat in ungefähr 1,5 Meter Distanz hat man das Bild. Und in dieser kurzen Distanz ist natürlich so, dass Pixel einer normalen HD oder selbst einer 4K-Auflösung noch sehr groß sichtbar sind. Die große Bildfläche, die Pixelanzahl, die jetzt da sind, das muss man sich so vorstellen wie ein Bildschirm. Ich habe einen riesengroßen Desktop, fast nie enden wollenden Desktop, erfordert nämlich natürlich auch andere Gestaltung der Elemente drinnen. Es macht nicht Sinn, da wirklich formatfühlend große Videos laufen zu lassen, sondern ich kann Dinge nebeneinander zeigen, ich kann sozusagen Zusammenhänge besser. Und das ist was, an dem die Future Lab immer ganz, ganz stark arbeitet. Wie gestaltet ihr da Elemente? Wie kann ich da Benutzerinterface gestalten? Wie kann ich die User damit interagieren lassen? Das ist eine große Herausforderung, vor der wir da stehen. Und ich glaube schon, dass ein bisschen so der Spaß und der Reiz daran, wirklich auszuloten, wo sind die Grenzen der Technik, dass das natürlich auch ein bisschen eine Motivation war für uns, zu sagen, das ist eigentlich etwas, was Ars Electronica Center auch leisten muss. Mit dem Future Lab, mit den ganzen anderen Kompetenzen, die wir haben, sind wir eigentlich der Ort, wo solche Dinge passieren müssen. Es ist total der Interaktion verschrieben. Und das wird jetzt natürlich in dem Zusammenhang auch erweitert. Also wir erproben gerade eine Form der Gestensteuerung für die Präsentation, auch also gar nicht so sehr fürs Publikum, sondern für die Infotrainerinnen und Infotrainer, die dann wirklich einfach mit frei mit den Händen, wie wir das alles so gern würden beim Reden, mit den Händen fuchtelnd den Deep Space steuern können. Momentan wird ja alles über den iPod gesteuert. Und da haben wir uns eben gedacht, dass wir dem Infotrainer neue Möglichkeiten bieten, dass er einmal eine andere Steuerung ausprobieren kann. Und da haben wir eben die Gestensteuerung ausprobiert. Da explizit funktioniert das über die Leap Motion. Die funktioniert über Infrarot-Kamera und Infrarot-LEDs, die eben die Hände versucht zu erkennen. Und wir
versuchen dann bestimmte Gesten herauszufiltern, um dem Infotrainer eben bestimmte Interaktionen zu ermöglichen. Aber das Thema Besucherinteraktion ist eines, das wir uns ganz groß auf die Fahnen geheftet haben. Das heißt, es wird noch mehr ein aktives Einbeziehen der Besucherinnen und Besucher sein. Sie werden Teil der Umgebung werden. Das Lasertracking wird stärker eingesetzt. Es gibt eine ganze Reihe an weiteren Devices, die den Körper erfassen. Zum anderen auch, dass man neue Interaktionsformen findet, die auch für die Besucher interessant sind. Da haben wir eben jetzt diese Würfel entwickelt. Der erste Würfel soll eben den Puls von den Besuchern erkennen. Und der zweite Würfel das Atemvolumen. Da bläst eben der Benutzer da hinein und dann wird im Unity eine Animation einer Lunge angezeigt und eben in dem Rhythmus, wie man hineinbläst, wird die Lunge aufgepumpt und wieder zusammengefalten. Und das sind sozusagen die verschiedenen Dinge, die eigentlich den Deep Space ausmachen. Das Wichtigste ist natürlich diese hohe Auflösung, die einzigartige Bildqualität, aber dann auch dieses drinnen sein, die Möglichkeit, sich bewegen können, in den Bildern die Bilder beeinflussen zu können. Und das erfordert halt ein unheimlich komplexes technisches Gebilde, an dem im Moment hart gearbeitet wird. Und wenn das erste Mal die Würfel zum Einsatz kommen und die Gestensteuerung und wenn man dann sieht, dass alles funktioniert und die Leute Freude haben mit der neuen Technologie. Uns entschieden, Unity als Plattform zu verwenden. Unity ist eine sehr weit verbreitende Umgebung, wo sehr viel an Kunstuniversitäten, an Fachhochschulen und Universitäten unterrichtet wird. Das heißt, viele Leute können damit umgehen, können zu Hause sozusagen ihre Projekte entwerfen in Unity, die dann mitbringen, um sie dann bei uns im Deep Space zeigen zu können mit all den Features, die der Deep Space ermöglicht. Es ist großartig, diese Idee eines virtuellen Anatomiesaals, also den Deep Space jetzt wirklich auch weiterzuentwickeln, nämlich auch konzeptuell sozusagen vom Präsentationsraum wirklich in eine Lernumgebung. Das ist, glaube ich, für das AEC enorm wichtig. Wir haben unheimlich coole Videos und Computergrafiken, die wirklich mit extrem hoher Auflösung sind. Also ich glaube, das ist etwas, das wird uns alle am Anfang einfach wegblasen. Wir haben jetzt schon immer sozusagen den großen Grinsen im Gesicht, wenn man das nur mit einem Projektor testen. Ne? Und wenn man das dann wieder in dieser Dimension hat. Das ist einfach dieses Gefühl, das da aufkommt, wenn man von einer Bildwelt wirklich so stark beeindruckt ist. Ein Projekt, auf das ich mich, glaube ich, im Moment am meisten, sagen wir mal, mit größter Spannung und Gegenblicke sind diese extrem hochauflösenden Gigapixel-Fotos von Sadari, dieser riesigen Flüchtlingsstadt in Jordanien, weil das ein Projekt ist, wo dann auch die neueste Technologie eingesetzt wird, um ein ganz akutes Problem zu kommunizieren und rüberzubringen. Und ich glaube, das ist bei all dieser Begeisterung für den latest Hype in der Technologie natürlich ganz wichtig, dass man die Bodenhaftung nicht verlieren und dass der Grund, wieso wir das da präsentieren oder wieso wir das da einsetzen, ist, damit wir inhaltlich über unsere Welt, über das, wie wir die Welt und die Zukunft gestalten wollen und sollen, dass wir über das mit dem Publikum arbeiten können. Ich glaube, wenn die Arbeit funktioniert, wenn die Kommunikation über die Zukunft funktioniert, dann ist es das, was mir eigentlich immer am meisten Spaß macht.